So, Freunde, heute haben wir was ganz, ganz, ganz Tolles vor. Wir freuen uns schon sehr, es geht nach Billund ins Lego-Haus, ja. Wir waren ja, als wir das letzte Mal in Dänemark waren, waren wir auch dort, als es gebaut wurde. Also da war halt noch nicht wirklich was, ne? Also Baustelle quasi. Aber da haben wir schon gesagt, wenn das dann mal fertig ist, dann müssen wir da hin und das tun wir heute. Heute fahren wir also nach Billund ins Lego-Haus und freuen uns schon sehr. Wir werden dort essen und einen Overpriced-Coffee trinken. Also mein Mann, weil für zwei haben wir kein Geld. Ne? Da freuen wir uns drauf. Also wir dachten so, das ist auch schon, was heißt, es ist was fürs Baby, aber es ist nicht zu anstrengend fürs Baby. Legoland zum Beispiel, da hat er nichts vorne. Ne? Dann wollen wir irgendwie Karussell fahren und dann muss einer immer draußen bleiben und so, das ist ja Quatsch. Und Lego-Haus klappt ganz gut. Dann gehen wir zumindest mal von aus und dann schauen wir uns das heute an. Nehmen euch mit und wir freuen uns schon. Heute gab es übrigens Kakao. Oh, Gott sei Dank. So, da sind wir. Übrigens haben wir das sogar als Lego Miniaturset. Also diese Architecture Set. Ja, das ist das Lego-Haus. Sieht cool aus. Wir mögen Lego. Dieser Baum ist ganz cool. Also der geht von ganz unten. Oder von ganz da unten. Halt bis ganz nach oben. Ist natürlich aus Lego. Und auf den Blätterdächern sind dann noch so einzelne Sets. Ich meine, der Junge flirtet da hinten schon wieder. Ich meine, jetzt weiß ich es aber nicht mehr genau, dass die Sets von den Leuten sind, die am Baum mitgearbeitet haben. Ich muss meinen Mann jetzt nochmal eben fragen. Die Sets sind von denen, die mit am Baum gearbeitet haben, ne? Hattest du das? Mhm. Hattest du da nicht irgendwas gesagt? Ja, ich meine, irgendwas hattest du mal gesagt. Oder warum sind da so einzelne Sets mit drauf? Okay, dann habe ich euch Quatsch erzählt, vielleicht auch. Die mit den Affen finde ich ganz cool, die da Picknick machen. Schau mal, schau mal, schau mal. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween. Oh, ich finde es ziemlich cool. Ist wirklich, wirklich ziemlich cool. Oh, das ist auch cool. Hallo, ich bin. Also, oh, bitte, bitte, bitte schaut euch dieses Korallenriff an, bitte. What the fuck? Es ist so cool. Es ist so cool. Ist das ein Batman-Song, der sich hier am Hand festhält? Hm? Hm? So cool. Ja, und hier haben wir halt Dinos. Also hier in der Mitte. Das sind so riesige Dinos in unterschiedlichen. Das ist halt Lego-Technik. Weiß ich nicht, wahrscheinlich Lego. Und was das da hinten ist, weiß ich nicht, das Lego Duplo. Da muss ich gerne mal genauer gucken. Aber das ist halt Technik, das müsste, der Grüne müsste so normal Lego sein. Das ist echt ganz cool. Oh, ich möchte euch so viel zeigen, weil es einfach so cool ist. Ah, hier, und hier die QR-Codes hier unten drunter sind natürlich auch aus Lego. Und dann, keine Ahnung, kriegt man halt eh wahrscheinlich dazu. Haben wir jetzt nicht gemacht. Ja, der rote ist aus Lego Duplo Stein. Das ist ganz süß, da hocken da hier auch überall diese Tierchen drauf. Ah. Ich glaube, als Auge hat er Katzen. Ja. Nee, das Auge sind Katzen. Das ist so süß. Ah. Nee, hier der Baby T-Rex ist auch ganz süß. Ja, wie mit dem Fleischstück da im Maul. Also das ist halt das ein Lego, ne? Ganz normale Lego. Oh, echt süß. Ich glaube, die haben alle Desinfektionsspray in der Hand. Achso, man kann übrigens, also wir haben hier, wir haben so Armbänder. Moment. Hier, wir haben halt hier so Armbänder, da steht auch mein Name drauf, da steht eine Nummer drauf. Ich weiß nicht, ob ich die zeigen kann. Ja, mein Name steht aber auch drauf und. Ja, und dann haben die hier halt noch so eine gelbe Fläche und die kann man dann, ups,
Hier zum Beispiel an so, da stehen immer so ein paar solcher Geräte. Kann man dann da dran halten. Und dann sagt er immer Hallo mir hier zum Beispiel. Und dann hier, Moment. Seht ihr das? Das bin ich als Mosaik. Und dann kann man das abspeichern. Hier zum Beispiel. Eigentlich ganz cool. Und unten war schon ein, war auch schon so ein Gerätchen, wo wir dann ein Bild machen konnten. Das ist auch immer abgespeichert. Also es ist immer abgespeichert, weil ich. Oh Gott, was laber ich. Da hinten seht ihr da sind nochmal solche Automaten. Das ist mein Lego-Haus, glaube ich. Und dann zeigt ihr mir an, wo ich schon überall war und welche Bilder ich schon gemacht habe und so. Das ist cool. So Leute, passt auf, ich zeige meinen Sohn. Tada! Oh, ist das süß, oder? Das ist voll das schöne Familienbild. Ich find's toll. Hier haben wir es auch noch mal in Schwarz-Weiß. Ach, das könnt ihr ein bisschen erahnen, wie das Kind aussieht. So, wir sind hier jetzt essen im Mini-Chef. Und da stellt man sich seine Bestellung mit Lego-Steinen zusammen. Deswegen haben wir jetzt hier drei Tüten bekommen. Womit wir uns jetzt unsere Bestellung, da bei meinem Mann könnt ihr schon sehen, halt dementsprechend zusammenstellen müssen. Super, super lustig. Ich zeig euch gleich unsere Bestellkarte, wenn sie fertig ist. So, hier haben wir übrigens so einen Computer, so einen kleinen, ja. Da können wir jetzt hier schon mal Getränke ganz normal anwählen. Das heißt, upsala, natürlich alles im Kron. Oh, Kind spielt hier mit der Flirt übrigens hier mit ein. Ich guck mich da mal durch, Moment. Cola, Softdrinks, Bier. Wein. Kaffee. Okay. Ja, ich nehme halt irgendwie. So ganz oben war noch so Saft, ne? Welches? Ist halt, glaube ich, wirklich Saft. So. Ja. Ja, nee, geh mal weiter runter. Ich krieg mal irgendwie eine Cola, keine Ahnung was. Das beide ein Cola Zero. Groß, oder? Also wirklich. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich auch. Gut. Ha! Da wissen wir schon mal, ein Mensch. So, ich bestelle dann jetzt hier nochmal ein Essen, ne? Das sind die, Und wie, welche Reihenfolge ist egal, ne? Ja, die müssen auch nicht übereinander sein oder so. Okay. Aber es macht natürlich mehr Spaß, wenn sie übereinander sind. Also da nehme ich natürlich, weil die haben jetzt nicht so viel vegetarisch. Also das da sind die Creamy Pearl Belly. Dann nehme ich die Mushrooms Fried Pickled and Escorted with Horty Hazelnut. Ich mach das mal on the fly Übersetzung. Nö. Nee. Da brauchen wir den kleinen Blauen. Schwupp. Da brauchen wir. Ah, da gibt's ein Warte, ich muss mal gucken, was ich haben will. Den Salat, da hätte ich gerne. Das da wäre der. So, und das ist jetzt theoretisch meine Bestellung. Ich kann das auch noch da machen. Das ist meine Bestellung. Jetzt nimmst du die Bestellung. Und stecke sie da rein, so rum? Ja. Ich muss mal kurz gucken, ob es auch stimmt. Warte. Das ist das. Hm? Oh, die Bruder. Oh, der Fernseher. Thank you. Okay. Das ist
Das ist richtig. Das ist auch richtig. Das ist immer das Gleiche hier. Nee, ich glaube nur zwei Hände. Ne? Das ist richtig. So, wir müssen das eben so machen. Jetzt schiebe ich das da irgendwie rein. So rum, glaube ich. Tada! Das ist meine Bestellung. Das kriege ich da wahrscheinlich, ne? Mhm. Lustig. Tja, jetzt können wir das nächste machen. Voll lustig. Ich glaube, ich muss meine Kamera jetzt gleich hinlegen, weil ich habe Angst, dass ich das Essen fallen lasse. Aber theoretisch kann man die dann ja, so stapeln. Ne? Ich habe hier meine jetzt hoffentlich nicht mit Gesicht drauf, aber kann ich die aufeinander stapeln. Das sind unsere drei. So, ich lege die Kamera weg und hole unser Essen. Bei dem kleinen Papa-Tomat. So, und das hier sind unsere Stellung, die habe ich jetzt aufeinander gestapelt. Das ist so cool, Leute. Oh, könnte ich. Ja, also das ist jetzt hier mein Essen. Und es ist tatsächlich auch alles vegan, Leute. Also es ist gekennzeichnet mit einer Karotte, die veganen Speisen und die vegetarischen Speisen mit, was ist da drauf? Eine Karotte, Milch, Eier, glaube ich, ne? Ist, glaube ich, ja. Die vegetarische Variante, genau. Ganz cool. Hier, muss ich ein Autos bauen, mein Mann macht das da gerade. Und dann gibt es hier Rennstrecken. Ne? Oder hier eine. So eine. Mit so einem richtigen, was dann so durchfliegen und so. Aha, cool. Also ich habe hier jetzt ein Auto im Schnelldurchlauf gebaut. Also, ja, das ist das von meinem Mann. Ja, so ein Mörderschwag, keine Ahnung, was das sein soll. Mehr Gewicht gleich mehr schnell. Aber das sind Dummies. Natürlich. Das ist cool. Crash Test. Kann er nämlich auch so ein Rennen machen. So, Achtung. Ich stehe da jetzt an. Da vorne hin? So. Das habe ich doch von hier im Blick, oder? Fertig? Jetzt auf den Drücker. Oh nein! Oh, ich habe gewonnen! Was ist da los? Ach nein, jetzt rast man das. ja, das habe ich gemacht. Ich glaube, also ich habe 3:46 gebraucht. So, wir machen noch eine Runde. Mein Mann hat gesagt, er hat ein falsches Rad gehabt. Ja, ist ja gut. Ja, und hier muss man das, glaube ich, von da oben starten und dann, keine Ahnung, da vielleicht durchfliegen. Kannst du filmen? Ja. Bist du schnell genug, um deinen Aufprall zu filmen?
Ja. Oh, ich weiß nicht, wie schnell genug war. Kannst du deinen selber machen? Ja, ich mach. Nee, mach du, ich halt auch dahin. Ja. Oh. Meins hat es nicht mal dahin geschafft. Zu leicht, glaube ich. Zu steil hier, ne? Nee, ich schaff ja nicht. Ist das lustig? Oder der Rest von meinem. Hier unten. Oh. Ich bin ein bisschen neidisch, weil ich das Kind im Buch, aber hier auf dem Kind kann man diese Teile, die kann man natürlich bauen dann, ne? Setzt man hier drauf und so fertig. Aber wenn man dann hier drauf drückt. Also man kann hier echt wahnsinnig viel bauen, so für Kinder, das ist echt krass geil. Hier ist zum Beispiel dann die Flower Zone, da kann man dann Blumen machen und dann drüber. Das finde ich mit der Linie, das ist ganz cool. Also ehrlich, Lego-Haus kann ich wärmstens empfehlen. Vor allem mit so ja, etwas kleineren Kindern. Und zwar ist natürlich jetzt noch viel zu klein, aber wenn die noch zu klein fürs Legoland sind, sehen sie so viel mehr davon. Hier kann man zum Beispiel Fische bauen. Fotografiert man dann da. Und dann schwimmen wir daraus. Es ist so cool, Leute. Richtig cool hier gerade entdeckt. Jetzt habe ich bloß nicht die Kamera fallen lassen. Steamboat Willie, ja, es ist auch hier, ne? Das ist auch wirklich Steamboat Willie. Hinten liegen sogar noch die Noten, falls ihr die sehen könnt. Mickey Mouse. Und da habe ich mich gerade noch zu meinem Mann gesagt, oh, da hätten sie ihn ja auch in schwarz-weiß draufsetzen können. Nein, der ist in Farbe, weil er streicht ja das Boot an. Seht ihr, er macht es ja bunt, es ist so cool. Und der schwarz-weiß Mickey, der ist da hinten in der Tonne. Das ist so lustig. Cool. Ihr Lieben. Ich habe mir jetzt tatsächlich überlegt, mehrere Dänemark-Vlogs zu machen. Also ich habe erst an zwei gedacht, wegen Hausführungen und so. Aber ich mache jetzt auch noch einen Lego-Haus-Vlog. Das wird mir gewiss sonst alles zu lang. Deswegen, da heute ja Lego-Haus auf dem Plan stand, werde ich das Video jetzt gleich beenden. Aber ich zeige euch noch unsere Riesentasche. Wir haben nämlich richtig heftig geshoppt. Ich finde schon. Ich glaube, da gibt es sehr viele Leute, die haben, sagen wir, wir haben teuer geshoppt. Ich glaube, da gibt es Leute, die sehr viel. Für unsere Welt haben wir recht viel gekauft. Ja, das stimmt. Man kann sich übrigens jetzt dann online noch. Habe ich da die Karte eigentlich gezeigt? Das habe ich gar nicht gezeigt, ne? Weil ich da die Kamera nicht rausgeholt habe mit den 6 Steinen. Nein, das habe ich, glaube ich, gar nicht gezeigt. Kann ich jetzt nochmal eben sagen. Also, man bekommt 6 rote Lego-Steine. Und wenn man sich dann einscannt,
bekommt man eine Kombination, wie man diese 6 Lego-Steine zusammenbauen kann. Und bei 6 Lego-Steinen gibt es... Kannst du es mir sagen? Weißt du es jetzt? Wie viele Kombinationsmöglichkeiten es gibt? 900 irgendwas Millionen. Also über 900 Millionen Möglichkeiten gibt es, diese 6 Lego-Steine zusammenzustecken. Das heißt, so viele Menschen werden niemals das Lego-Haus besuchen, dass jede Kombination einzigartig ist. Das heißt, ich habe eine ganz einzigartige Lego-Bausteinkombination bekommen. Und zwar bekommt man das... Hast du die schon weg? Die Karten? Wo sind meine Steine eigentlich? Ja, darf ich deine Konstruktion zeigen? Achso, ja, okay. Aber die Karte ist ja halt voll cool. Man bekommt das auf so einer Checkkarte. Stellt euch das als Checkkarte vor, ja? Ja, das ist halt meine Kombination. So sind meine Lego-Steine dann. Das sind ja 5, sind ja gar nicht 6. Doch, das sind 6. Die ist doppelt, habe ich nicht gesehen. Ja, das sind 2. Ja, und das ist meine Kombination. Und die gibt es halt nur dieses eine Mal. Finde ich richtig, richtig gut. Und wie gesagt, die sind in so Tütchen drinne. Gibt es übrigens auch als Duplo. Wir haben für den Frosch dann... Ah, hier, die Tüte kann ich euch sogar noch zeigen. Da durften wir uns dann auch Duplo-Steine rausnehmen. Die kann er dann hier ansabbern. Also er hat keine Kombination bekommen, weil er unter 2 Jahre ist und die sind halt gratis. Die haben kein Benzel, kein Band. Man braucht ja ein Band, um seine Kombination zu bekommen. Aber wir haben dann hier die Tüte mit den Duplo-Steinen und für uns gab es dann halt Lego-Steine. Und die Kombination. Richtig cool. Ja, mein Mann hat seine hier schon zusammengesteckt. Und jetzt zeige ich euch nochmal eben hier unsere Einkaufstüte. Boah, dann wollen wir mal glauben. Auch ein bisschen hell nehmen wir das Licht. Nee, ist das falsche Licht. Doch, ist das richtige Licht. Jetzt nehmen wir noch eine Pizza. So. Fehlt aber ein Haus. Also, das hier ist unsere Tüte. Da ist eine Sache schon raus. Also, mega, mega, mega große Tüte. Eine Sache haben wir doppelt gekauft. Ich zeig mal. Jo. Dreh ich einmal um. Das ist das aus der Architecture-Reihe, das Lego-Haus. Das haben wir ja schon als Rohbau. Da ist es alles weiß. Und... Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar kleiner ist, keine Ahnung. Ja, das ist kleiner. Ja. Aber das ist dann jetzt das Fertige, ja, mit den bunten Dächern. Und dann haben wir hier, da ist das Haus halt nochmal, dann haben wir hier, die Ente, da haben wir hin und her überlegt, aber dann wollte ich sie doch haben. Ich weiß nicht, ich habe das aber in dem im Blog ja auch erzählt gehabt, als wir unten im Keller waren, dass die Ente, diese Holzente, eins der ersten Lego-Spielzeuge war, wenn nicht sogar das erste Lego-Spielzeug, da waren wir uns jetzt unsicher. Und es ist Limited Edition, deswegen wollte ich es nicht haben. Also einmal die Ente. Und dann noch der Baum, halt in, ne? Also der große Baum, den ich euch da gezeigt habe, halt als Miniatur, klein. Und das ist alles aus der Lego House Home of the Brick Reihe, das die Ente ja auch. Das Architecture-Ding auch, oder ist das einfach nur Architecture? Es gibt auf jeden Fall nur da. Okay. Aufmachen, was auf links. Und auch ganz cool, dann haben wir das hier noch gekauft. Man konnte sich eine Minifigur selber machen, also selbst zusammenstellen. Den Oberkörper konnte man individuell gestalten und dann konnte man sich halt noch ein Gesicht aussuchen und Beine und Haare oder Kopfbedeckung und ein Zusatzteil. Und das hier ist nur eine. Das geht aber auch in Düsseldorf und ich glaube auch in Berlin im Store. Also das ist nicht okay. Lego House. Ja, ja, also in Düsseldorf, oh Gott. Hatten wir das auch gesehen und hatten es überlegt zu machen. Aber irgendwie war das Kind dann so schlecht drauf und keine Ahnung. Könnt ihr das jetzt hier sehen? Ja. So, und
Tadadada. Das ist meine Figur. Da ist dann auch ein Steinchen mit Namen drauf und dann muss ich den rausholen, weil die ist auf beidseitig gedruckt. Ich habe mich für... Oh, das wollte ich euch vielleicht auch so zeigen. Den Oberkörper mit dem Logo einfach entschieden. Und dann konnte man hinten halt auch noch bedrucken lassen und da habe ich mich für das Lego-Haus entschieden. Das ist voll und scharf, ne? Oh, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ja, die Haare habe ich halt gewählt, das Gesicht, die pinke Hose und ein Eis. Mein Mann hat einen Chicken. Ein Hühnchen. Ja, total süß irgendwie. Haben wir das noch gemacht. Und auch ganz süß verpackt. Ja. Ja, und was kann ich abschließend sagen zum Lego-Haus? Es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich richtig. Also wenn ihr, also vor allem wenn ihr Kinder habt, die vielleicht auch noch nicht in so einem Alter sind, wo sie so auf, ja, oder wo sie was mit Attraktionen wie Achterbahnen oder Karussells allgemein irgendwie anfangen können oder es vielleicht auch einfach nicht so mögen, weil sie gerne irgendwie aktiv was machen, dann bitte, dann geht ins Lego-Haus. Es ist so, so gut. Uns hat es wirklich besser gefallen als das Legoland. Abgesehen davon, dass es einfach diese, ich weiß nicht, wie der Bereich hieß, wo der Berg war und das, der Vulkan und das alles. Das war die grüne Zone. Ja, in der grünen Zone, da konnten, da haben die ja diese ganzen Welten aufgebaut, wo man einfach so viel gucken kann, weil so viel passiert. Und da muss ich euch tatsächlich auch einige Bilder einblenden, weil ich da die Kamera nicht rausgeholt habe. Was man da einfach so gesehen hat, wie zum Beispiel Darth Vader einfach am Strand liegt und seine ganzen Klamotten abgelegt hat und dann da sich brezelt in der Sonne oder was haben wir noch gesehen? Das war noch so lustig. Einfach auch mal Skifahren. Ja, Darth Vader war dann auch mal Skifahren und Spider-Man, Quatsch, gar nicht Spider-Man, Superman, der dann da neben Iron Man am Fahrstuhllift hängt und ich krieg's gar nicht ganz zusammen. Oder der Dinosaurier. Der Dinosaurier, der seine Eier in den Kinderwagen durch die Gegend schiebt. Das ist einfach so geil. Es ist so geil, wirklich. Also ganz, ganz viele. Ja, so Details. Es ist einfach sehr, sehr, sehr detailverliebt alles und ganz klasse. Und ja, abgesehen davon kann man einfach so viel bauen und das, was man gebaut hat, dann aber auch ausprobieren, indem man dann halt zum Beispiel, keine Ahnung, ne, das mit den Autos zum Beispiel oder die Fische, die dann auf der Leinwand erscheinen und sich dann auch bewegen und das Restaurant, ich meine, bitte da mit Legosteinen die Bestellung aufgeben, wie geil ist das? Also wir sind wirklich schlichtweg begeistert und wir würden es jedem empfehlen. Es ist so cool. Das würde ich sogar Leuten empfehlen, die nichts mit Lego am Hut haben, weil es einfach so cool ist. Das ist wirklich so cool. Also, das war definitiv wahrscheinlich unser Highlight hier in Dänemark. Es war richtig, richtig geil. Und dann würde ich dieses Video jetzt tatsächlich auch beenden. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr überhaupt von Lego haltet. Habt ihr Lego-Sets zu Hause? Interessiert euch Lego? Wart ihr vielleicht schon mal im Legoland oder wart ihr vielleicht sogar schon mal im Lego-Haus? Ich empfehle es euch echt, das ist so cool. Und dann dürft ihr das Video gerne bewerten, indem ihr mir einen Daumen gebt nach oben oder nach unten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss.